Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Samdeath. Und wir reagieren heute auf Butterfly von Kaiser Natron und Kolja Goldstein. Es wurde sehr, sehr oft in die Kommentare geschrieben von euch, Freunde. Und laut eines Kommentars soll es hier auch eine geheime Botschaft von Kolja geben in dem Song. Aber nur, wenn man den Song rückwärts spult. So, dazu werden wir aber gleich noch kommen, wir gleich auf jeden Fall machen, um die geheime Botschaft auf jeden Fall rauszufiltern, weil da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe auch so ein bisschen gegoogelt und bei YouTube und so weiter geguckt. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Als letztes haben wir von Kolja Goldstein auf das Interview reagiert. Ja, Bruder, du kannst halt hierher kommen und dann kann dir halt einer für 2.500 Euro in den Kopf schießen. Über 100, ich glaube 120 verschwundene Personen. Das heißt, die meisten Leute sind wahrscheinlich auch, wie man auch hört, aufgelöst. Jetzt bin ich hier auf den Song gespannt, Freunde. Kaiser Natron, noch nie von ihm gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht. Der Name war mir auf jeden Fall kein Begriff bis jetzt. Ne? Also dementsprechend erwartet da nicht viel Background-Wissen zu einem Kaiser Natron von uns. Und Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr doch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und für alle, die es vielleicht interessiert, Freunde, wir haben aktuell einen Sale in unserem Shop. Wir haben geile Angebote noch offen, Freunde. Viele Pieces sind schon vergriffen, aber einige sind auf jeden Fall noch da. Dementsprechend, wen es interessiert oder wer sich noch ein Piece sichern will, der sollte auf jeden Fall schnell zuschnappen. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Abgefuckte Kanon schmeißen Hayat weg wegen Bleischüsse. LL, Halbstunde, Freigang, Einschlüsse, Kreislauf, Bobby Schmörder schlafen, bis das Handy klingelt und der erste Micho mich weckt. Hab's rein, hab's raus. Boah. Der hat eine gute Power, ne? Er hat eine kranke Power, wollte ich auch sagen, Digga. An ihm, wen erinnert der an mich? An Hannibal, Digga. Ja, Mann, oh mein Hannibal, Gott. Hannibal, ja. Tschüss, ja, Mann. So von der Stimme, ne? Ja. Übertrieben. Safe. Ja. Hannibal so in schnell und so ein richtig, boah, mit Power, Digga. Das kommt geil, Digga. Er hat wirklich eine Stimmlage wie Hannibal, nur bei ihm ist mehr Druck und mehr Power in der auch. Stimme. Ja, safe. Okay, Ersteindruck hat auf jeden Fall von der Stimme her Street Credibility, also man kauft ihm ab, wenn er rappt. Ja, und interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Jetzt bin ich hier gespannt, wie es weitergeht. Gucken wir mal. Waage ein, Waage aus, leerer Magen, Coca-Dealer, Pläne schmieden für dicke Rips. Krieg kein Auge zu, bin nachts auf Ninja-Modus, Semtex, Gasflaschen, Elektroschocker. Morkus auf Niederlande, Clan, die auch Handgranate. Wenn einer von uns geht, nicht wegen Herzattacke. Ich sag dir ehrlich, hier mit Mokro-Gang und so, ne? Ja. Ich glaube, das ist die Gang in den Niederlanden. Kann das sein? Das kann wirklich sein, dass das die Gang ist. Also ich glaube mal schon, also wenn man so hier, wenn man so in Deutschland so ein bisschen guckt, da hat man so Hells, Mails, weißt du, so ja, auch richtig, einige Rocker, Familien. Ja. Aber ich glaube, da ist das so die Mokro-Gang, ne? So mehr oder weniger. Ja, ja. So die Familie, sag ich mal, oder kann so. Kann gut sein, ja. Also es gibt da wahrscheinlich viele Familien, ja, die ja, da auch, ihre, klar. Geschäfte machen, aber ich glaube, Marokkaner machen schon sehr, sehr viele Geschäfte in den Niederlanden. Ja, das sind Geschäftsfehler. Und zart auf dein Gött, wenn du Kaiser nicht magst, gib dem Flüchtling Kader, damit er dich in die Flucht jagt, kleiner. Boah, Alter. Gib dem Flüchtling Pader, damit er dich in die Flucht jagt. Krass, Digga. Aber auch beispielsweise Attentat auf dein Gött, wenn du Kaiser nicht magst. Ja, Mann. Aber wir haben gestern gelernt, ne? Ja. Es ist kein Problem für einen Kolja oder für die ganzen Leute, 2,5 war das? Oder 2 oder 2.500 Euro zu geben? Ja, 2.500 für einen Kopfschuss. Euro, Digga. Ne? Ja, ist gar kein Problem. Ja. Machen wir kurz. Das sagt er ja auch ganz locker floppig. Ja, ja. Kolumbian Lüft auf Coca-Blätter, Coca-Ballert wie Beretta, Coca-Retten, Kieferbrecher, Mikrowelle, Tasche auf Teller, Batzenfarbe in Magenta, einige Schießer oder Stecher, Brüder beten Richtung Mekka. Ich werf Steine gegen Scheibe, das ist ein Raubüberfall, Junkies ziehen Steine von der Scheibe, taub überall. Bruder, geile Line. Boah, aber auch wieder diese Verzerrung von der Stimme war richtig krass. Geile das Line. Das war brutal geil, erstmal, Alter. Coca-Ballert wie Beretta, Coca-Retten, Kieferbrecher. Ne, alleine dieser Flow war schon nice, ne? Da wollte ich eigentlich schon stoppen, dachte ich mir, okay, warte. Nein, lass ihn. So. Und dann, Bruder, ich höre dieses, ich werf Steine gegen Scheibe, das ist ein Raubüberfall, Junkies ziehen Steine von der Scheibe, taub überall.
Boah, wie geil ist diese Line. Digga. Aber auch geil. So, wie die Stimme so verzerrt war. Ja, die Aussprache macht's aus. Das war brutal geil, Alter. Geiler ja. Part, geiler Part. Ja, sehr, sehr geiler erster Part, Digga. Das, der allererste Part in meinem ganzen Leben, den ich von Kaiser Natron höre. Und der hat uns überzeugt. Der hat uns auf jeden Fall überzeugt, Alter. Kommt safe. Richtig geil auf jeden Fall mit der Stimmlage und so weiter. Okay, gucken wir mal weiter. Goldstein, Natron, Kilos im Transit. Butterfly Stuff. Boah, das kommt brutal geil. Ey, ne? Da kommt richtig viel Power, Digga. Da kommt richtig viel Power und ist richtig aggressiv, Alter. Safe. Ne? Der brüllt dich richtig an in der Hook. Also, ich glaube, wenn du das so im Auto hörst oder so und wenn jetzt noch Collias Einstieg aggressiv ist, dann ist das ein vorangehender Song, ne? Richtig aggressiv, Digga. Richtig. Und der Song kann dann richtig brutal werden. Also, Collier hat bis jetzt noch gar nicht enttäuscht, ne? Mhm. Nicht einmal. Und ich glaube, der kann auf jeden Fall hier auch richtig gut drauf passen. Ich so sag allein mal mit so, dem Beat. Du hast recht, Collier hat bisher noch nicht enttäuscht, ja, aber Collier hatte für mich im Gefühl so Highlight-Songs, weißt du, die ich richtig geil fand, aber es gab auch Songs, so, die fand ich gut. Weißt ja, du, aber das hat ja so jeder Künstler. Es ist nicht so durchgehend ein Level, finde ich. Das hat aber weißt jeder so? Künstler, ne? Ja, ist okay. Ja normal. Hast du recht, okay, gucken wir weiter. Orzu Amsti, Fischschuppen Hamsti, Butterfly Stuff, Butterfly Stuff. Goldstein, Natron, Kilos im Transit. Butterfly Stuff, Butterfly Stuff. Okay, jetzt kommt. Seid ihr ready? Collia Goldstein. Jetzt geht's los. So, und jetzt müssen wir auch direkt achten, weil zumindest am Anfang, ich habe mich ja so ein bisschen schlau gemacht, ich habe bei YouTube recherchiert und so weiter. Und ich werde jetzt gleich drauf kommen mit der geheimen Botschaft. Okay. So, ich habe mir das selber noch nicht ganz angeguckt, weißt du, nur, dass ich halt die Stelle ungefähr weiß, wo es ist, weißt du. Weil ich habe halt einen Kommentar gesehen unter dem letzten Video, glaube ich, und da stand, guckt euch auf jeden Fall Butterfly an von Kaiser Natron und Collia Goldstein. Da ist auch eine geheime Botschaft drin, wenn man den Song zurückspult. Okay. Weißt du, so. Ja. Okay, das müsste die Stelle hier sein. Ne, hast du mitbekommen? Ach so, ne, ich habe jetzt gar nicht richtig drauf. Pass auf, er sagt was, ne? Er sagt was. Du musst drauf hören, was er sagt. Ne? So, er sagt auf jeden Fall was. Er hat was gesagt, ja. Richtig, so. Und jetzt habe ich bei YouTube einmal eingegeben, Collia Goldstein, geheime Botschaft, rückwärts. Okay. Ne, habe ich so eingegeben. Kam auch direkt als Vorschlag, als Suchbegriff. So, und jetzt hör mal genau hin, wenn man das vorspult. Du siehst hier Collia Goldstein, Butterfly, geheime Botschaft, ne? Ach, die spielen das jetzt rückwärts. Die spielen jetzt rückwärts. Ach so, weil ich habe das so nicht verstanden. Richtig. Ja gut, da machen wir. Also eigentlich ist das hier vorwärts, aber in dem Song ist es rückwärts. Ich weiß, ich habe es verstanden jetzt. Jetzt hör mal zu. Na, 9-9. 36. Nana 9936. Ja. Na, so. Und dann bin ich hingegangen, weißt du, was ich gemacht habe, Digga? Der Detektiv, Bruder, der Detektiv. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Weißt du, was ich meine? Guck mal, wenn du hier bei Google eingibst 9936. Ja. Kommt Niederlande. Ja. Es ist eine Postleitzahl in den Niederlanden. Postleitzahl Niederlande. Und das ist irgendwo an der Ems hier, wie du siehst, an einem Fluss. Also. So. Und Naima von Baida. Ja, ja. Na? Also. Macht Sinn, ne? Kranke geheime Botschaft, wenn du das so siehst. Wenn auf du das so Fall. Interpretierst. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein. Aber wie gesagt, ich beziehe mich da auf den Kommentar. Nee, das wird schon Sinn machen. Das wird schon Sinn machen, Digga. Das wird wirklich Sinn machen. Weißt du, was ich meine? Weil Nana auf Naima und 9936, vielleicht liegt sie da irgendwo, Digga. Wer weiß? Oder ist da weggekommen? Vielleicht ist sie da weggekommen. Weil das ist ja. Die ist ja auch irgendwo. Die hat ja auch da irgendwo am Hafen gearbeitet oder so. Ja, richtig. Ne? Und das ist ja da am Fluss. Ja, richtig. Vielleicht war da so eine Überquerung. Kann gut sein. Entweder ist sie da weggekommen oder keine Ahnung, wie auch immer. So, das war auf jeden Fall die gut. Aber ist krass, ne? So. Seit wann mit einer meiner Sorten erwischt? Ich hab nicht einen meiner Mäuse gelöst. Boah, Digga. Digga, dieser Bass in dieser Stimme, ne? Seit wann wird einer meiner Sorte nervös? Ihr habt nicht einen meiner gelöst. Bruder, wie es direkt hier anfängt, Alter. Habt ihr einen meiner Mörder geschnappt? Ha? Sein Körper am Fass, ihr habt nichts ermittelt, habt nur Server geknackt. Okay, da war jetzt gerade was zensiert, richtig. Habt ihr einen meiner Mörder geschnappt? Sein Körper im Fass. Puh. Ihr habt nichts ermittelt, habt nur Server geknackt. Digga, what the fuck, Alter. Das ist unglaublich, ne? Also mit dem Säuren-Ding wieder. Ja, wirklich. Lasst euch nicht täuschen mit Biden und Clinton. Lasst euch nicht täuschen, na, dann weiß, ob ich trinke. Was? Was hat er gesagt? Lasst jeden mal nochmal ein Stück zurück. Lasst euch nicht täuschen mit Biden und Clinton. Lasst euch nicht täuschen, Adam Weishaupt ist Lincoln. Wir hören uns die Line nochmal an. Mit Biden und Clinton. Lasst euch nicht täuschen, Adam Weishaupt ist Lincoln.
Adam Weishaupt ist Linken. Also ich sag dir ehrlich, ich bin gar nicht so in dieser Politik-Thematik drin, aber das würde ich auf jeden Fall mal googeln, weil das hört sich interessant an, weißt du, was ich meine? So, ich habe jetzt gegoogelt und hier steht, war Adam Weishaupt Präsident der USA? Adam Weishaupt, irgendwas mit Freimaurer? Also man kann hier sehen, der Mann war nie in den USA und liegt in Gotha begraben. Ich vermute, diese Verschwörungstheorie rührt daher, dass es in der Architektur von Washington DC Freimaurer-Symbolik gibt. Nun, Washington und Franklin waren selbst Freimaurer. Also es ist auf jeden Fall scheinbar irgendwie sowas wie eine Verschwörungstheorie oder was auch immer, aber ich stecke da jetzt nicht in dem Thema so gut eben, drin, dass ich da irgendwas zu sagen wir könnte. Wir wollen das nicht falsch interpretieren oder so. Ne? Kann, also keine Ahnung, klärt uns gerne in die Kommentare darüber auf, okay? Sehr gut auf jeden Fall. Gucken weiter. Lass sie euch täuschen, die da oben wollen euch nicht haben. Die haben für Geld ihre Leute verraten. Ist ein Zehner pro Stunde zum Leben genug? Warum hat dann jeder, den ich kenne, noch ein Nebenberuf? Warum? Okay, auch eine nice eine Line. Der Song hat viele Highlight-Lines hier wieder, safe. Ne? Ist ein Zehner pro Stunde zum Leben genug? Warum hat dann jeder, den ich kenne, noch ein Nebenberuf? Ja, Mann. Ne, 10 Euro die Stunde ist jetzt wirklich nicht viel, muss man sagen. Okay. Wie sie unsere Häuser durchsuchen, wie damals die Deutschen nach Juden. Digga, also der Song hat viele kranke Lines, ne, muss man sagen. Wir halten fest, wie sie unsere Häuser durchsuchen, wie damals die Deutschen nach Juden. Ja. Bruder, was ist das hier? Ey, der hat einen kranken Part hier, ne? Das ist echt eine kranke Line, Digga. Ja, generell der ganze Part. Also ich glaube, das Thema müssen wir nicht hochholen. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Nee, brauchen wir krank auf jeden Fall. Aber kranker Part hier von Kolja, muss man sagen, ne? Stark. Magic Aesthetic Scientologen. Mining the Ocean mit meinen Dämonen. Ah! Urdu Amsti, Fischschuppen Hamsi. Butterfly Stuff, Butterfly Stuff. Goldstein Natron. Oh, das kommt geil, Digga. Transit. Butterfly Stuff, Butterfly Stuff. Stuff. So. Digga, ich sag dir ehrlich, die Hook kommt brutal geil. Die Hook kommt brutal geil. Vor allem so der Kontrast zwischen Kolja und Kaiser Natron war auch sehr interessant, finde ich. Ne? Mhm. Weil beide hatten irgendwo so eine bassige Stimme, aber so dieser Stimmkontrast war stark. Ja, der so, hat gepasst, weißt du? Ja. So, das war auf jeden Fall krass, wie das aufeinander gepasst hat. Aber ich fand den Part von Kolja irgendwie besser, muss ich schon sagen. Der hat mich ich auch, aber dieses Taubüberfall und Raubüberfall, ja, das war Highlight. Digga, das war echt auch, ne? Das war echt geil. Highlight, muss man schon sagen. Aber wie er hier reinkommt, Ordu, Amsti, Fischerschuppen, Hamsi, dann lässt er einen Break und dann Butterfly Stuff. Meinst du, der ist Türke? Kann gut sein, die Ordu, waren viele. Hamsi, auch du? Auf dein Gött und so weiter. Ne? Und Hamsi, Hamsi sind so kleine Fische in Sardellen. Sardellen halt, ne? Das sagt man, Hamsi sagt man so zu, eigentlich auch so zu Menschen, wenn du so. Nein. Weißt du, wofür Hamsi das Synonym hier in dem Song stehen soll? Wofür? Für. Ach. Weil Hamsi wird auch in Mehl, in diesem weißen Mehl gemacht, weißt du? Okay, dann lerne ich auch dazu. Aber auch meine Theorie wäre richtig. Das soll hier als Synonym dafür dienen. Okay. Ja, aber so kann man es natürlich auch sagen. Ja, ein auf den. Fleischstoff, Butterfleischstoff! Ordu, Amsti, Fischschuppen, Hamsi! Butterfleischstoff! Goldstein, Natron, Kilos im Transit! Butterfleischstoff! Boah, Digga, war das ein geiler Song. Das war echt ein brutaler Song. Das war echt ein richtig geiler Song hier. Habt ihr Gutes kommentiert, Digga. Ja, Mann, danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo. Da würden wir uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.